Guten Tag. Hallo, ich habe Post bekommen, viele Kommentare hier und da bei Facebook und so weiter und Instagram und auch privat und bei YouTube schreiben mich Leute an und sagen, warum ich immer da verlange, von anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Die Philosophie meines Lebens ist, Love is the answer. Only love is the answer. Und wenn wir jemanden lieben, dann fühlen wir uns ganz anderes. Selbst in dieser schrecklichen Zeiten, jetzt Corona, selbst wenn du jemanden liebst, auch in diesen unheimlich schwierigen Zeiten, wird die Welt schöner für dich. Dann vergisst du alles, aber du musst jemanden lieben, du musst aufstehen. Du langweilst dich nicht mehr, die Sonne scheint für dich und der Tag ist wunderschön und du fühlst dich stärker als ein Teil von einem Ufer, vom Meer, von der Sonne. Du bist ein Teil davon. Es ist wunderschön. Und deswegen spreche ich über Gefühle. Ich habe mich mit Gefühlen schon immer beschäftigt, mein ganzes Leben lang. Damals habe ich schon als Teenager diese Filme von Ingmar Bergman gesehen. Der beschäftigt sich auch immer mit Gefühlen. Und deswegen ist das so sehr wichtig für mich, über Gefühle zu sprechen, weil, wie ich sage, das ist die Antwort auf alles. Nur lieben, dann geht es uns wirklich besser. Und bei Wassermann ist das so, du darfst über Gefühlsausbrüche mit Wassermann gar nicht reden. Also das ist ein Tabuthema. Keine Dramen, du kannst auch nicht schreiben, so wie ich gestern. Ich habe einen Freund, der ist Wassermann, der hat mich gestern angeschrieben, wie geht's dir? Da habe ich ihm geschrieben, ohne dich schlecht. Also solche Sätze kannst du natürlich Wassermann nicht schreiben. Was habe ich als Antwort bekommen? Wassermann hat zurückgeschrieben, schreib mir sowas nicht. Natürlich, er kann damit nicht umgehen. Und du darfst auch nicht sagen, mir geht's schlecht, weil du nicht da bist und die Sonne scheint nicht mehr und die Vögel singen nicht mehr und die Sonne ist schwarz und die Sonne ist gestorben. Und gestern haben wir noch auf dem Sand gelegen und heute ist Frühling, ein hartes, kaltes Winter. Also sowas kannst du nicht schreiben. Das sind vielleicht schöne poetische Sätze, aber die sind sehr traurig und Wassermann kann damit nicht umgehen, weil Wassermann wird peinlich berührt und es ist ihm einfach peinlich. Und er weiß nicht, wie er damit umgehen kann, weil er den Begriff von der Liebe überhaupt nicht versteht. Er weiß nicht, was Liebe ist. Natürlich fühlen sie da irgendwas, klar, Logo fühlen sie. Aber die können das nicht nennen und die können damit nicht umgehen. Das ist das Problem. Sie sind treu, sie sind ehrlich, sie können auch Opfer bringen, sie sind gute Zuhörer und sehr objektive Ratgeber und sie sind freundlich und tolerant und verständnisvoll. Alles ist da. Also alle Adjektive für einen guten Freund sind bei Wassermann da. Sie werden mit dir Weinchen trinken, reden, schön theoretisch über das Leben und diskutiert über Partnerschaft, über Freundschaft, über Kameradschaft. Das ist alles drin. Nur du darfst nicht sowas schreiben, was ich da gestern meinem Freund geschrieben habe. Mir geht's schlecht ohne dich. Die können damit nicht umgehen. Ja, Wassermann ist auf jeden Fall sehr treu, aber es ist alles nur so objektiv und mit gedanklichen Dingen beschäftigen sich Wassermänner. Aber nicht wie Stier, wie Skorpion oder auch Fisch oder auch Zwilling oder auch mal Waage wird auch schön über Liebe da diskutieren und mit dir romantisch in einem Zimmer sitzen wollen, Kerzen anhaben. Damit haben Wassermänner nichts zu tun. Aber ich muss für heute leider aufhören, weil die Zeit ist um.